Leute, jetzt geht's in die letzte Runde. Wir fahren jetzt noch mit unserem Hans, bringen ihn jetzt zu der Stelle, wo er dann später seinem neuen Besitzer übergeben wird. Wir durften heute noch mitfahren und gestern. Wir sind auch sehr froh darüber, können uns noch in Ruhe verabschieden. Eben waren wir in der Klinik, die wir besichtigen wollten und wo wir die Spendenmittel, zukommen lassen. Da ist einiges zu tun. Das holländische Paar, der Arzt und seine Frau, haben das so ein bisschen in die Hand genommen dort. Also da ist viel Handlungsbedarf. Ihr werdet es nachher auf den Videos und Fotos sehen. Ansonsten ist heute die Abschiedsparty oder die Abschlussparty der Rallye. Damit ist dann die 26. Rallye Dresden-Dakar-Banjul beendet. Somit war es heute auch unser letztes Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt, konntet ein paar Eindrücke mitnehmen und wir hören und sehen uns. Also dann, bis bald. Tschüss. Jo, leider gibt es auch eine negative Sache zu berichten heute. Und zwar das Team, das mit dem BMW hierher gefahren ist mit uns. Auch die ganze Armut und gesehen hat und auch mitgekriegt hat, dass es hier wirklich um Hilfe geht. Hat einfach, obwohl die Idee ist, die Autos hier gemeinsam zu verkaufen und damit die DBO zu unterstützen, das Auto selber verkauft. Die haben einen Schaden vorgetäuscht und haben dann gesagt, ja, wir haben das Auto verkauft mit einem Schaden ohne Versteigerung. Die ganze Sache ist aber aufgeflogen. Die haben für das Auto 80.000 Dalassi bekommen. Das sind ca. 1.300 Euro. Haben sich die Kohle eingesteckt und sind nach Deutschland abgehauen. Problem ist, dass es hier eine Abmachung mit dem Zoll gibt. Und normalerweise muss eine Einfuhrgebühr bezahlt werden für jedes Fahrzeug. Und es gibt eine Abmachung mit dem Zoll, dass die hier nicht bezahlt werden muss. Jetzt ist natürlich das Fahrzeug hier zollfrei eingeführt worden, ohne diese Abmachung. Also die haben die Abmachung übergangen und damit kann es sein, dass hier auch dieses Projekt gefährdet ist. Die Typen, also mir fehlen da die Worte, also das geht gar nicht. Also wir sind alle mit dem Gedanken hergekommen, hier zu helfen. Die Typen sind hierher gekommen, um sich schön in Urlaub zu machen.
anderem durch die